Seid mir gegrüßt, werte Schatzgräber und Gräberinnen. Nachdem unser Heinrich Erfolg hatte und seinen Schatz heben konnte, will er seine Glückssträhne nutzen und sich gleich erneut auf den Weg machen, um noch mehr tolles Zeug an sich zu bringen und es in seinen Schnapphahnsack zu stopfen. Schafft er dies, will er dazu beitragen, dass Rona endlich wieder aufgebaut wird und Pfarrer Simon nach Rona bringen. Denn das Kärtchen, das hier drinnen wohnt, hat gesagt, dass dann vielleicht ein paar Romaner zurückkommen, was ich toll fände. Oder wenn ihr wieder Leben einkehrt, das fände ich gut. Und dass es dunkel ist, stört uns ja nicht. Im Dunkeln ist gut dunkel. So, wir machen einen Mondscheinritt. Und da hinten brennt Licht, da muss jemand sein. Das ist, glaube ich, das Gehöft, das ich geplündert habe, als ich hier in Rovna eingeritten bin. Seht ihr da hinten da? Ab und zu ein Lichtschein. Scheiße, sieht das wieder gut aus. Sogar nachts. Eine mondhelle Nacht. Das ist noch ein gutes Stück. Die Silhouette ist genau wie Homberg. Der Homberg mit diesen lichten Bäumen in der Mitte auf der Kuppe. 1:1 der Homberg im Aargau. Das sagt jetzt aber wahrscheinlich den wenigsten von euch was. Das wissen nur die Aargauer. Schön. Ihr hört, ich bin immer noch ein wenig erkältet, deswegen will ich weggehen. Oh, könnte es da ein Nest geben bei diesem riesen Baum? Wäre möglich, oder? Das wäre Platz. Ein Tümpel? Oder nur eine Kreuzung? Bin ich da? Ich glaube, ich bin da. Da ist das Haus. Nein, das ist ein Wagen. Unfallort, habe ich entdeckt. Mach doch mal ein Lichtlein an. Es brennt dein Licht. Oh. Es brennt. Ach so, ich dachte gerade. Es brennt dein Lichtlein in der Dunkelheit. Guck doch mal das. Aber ich sammle ja nicht mehr, weil ich einfach genug habe. Und auch kein Geld mehr brauche. Dafür hätte ich gern, was man hier so finden kann. An solchen Unfall. Oh, Scheiße, das tut dir der Seele weh. Einem Jäger und Sammler wie mir tut das in der Seele weh, das einfach alles liegen zu lassen. Da ist wirklich nichts drin. Da ist jemand. Oder etwas. Ein Stück Baum. Was mag dies wohl für ein Ort sein? Da ist was. Ich kann hier aber nichts finden, außer einen Kürbis. Tja, dann gehen wir wieder. Also ich weiß, dass hier irgendwo was ist. Ich finde es jetzt einfach, oder vielleicht hier hinten. Ich finde es jetzt einfach nicht. Es gab ja schon mehrere, wo ich nichts gefunden habe. Schau nochmal auf die Karte. Solltest dich wohl nach rechts wenden, hä? Das wäre wohl kein Mist. Aber wo ist denn hier der Weg? Hier geht der Weg irgendwie nicht weiter. Da müsste es doch einen Weg geben, laut Plan. Oh, hier ist er. Da bist du, meine Schönheit.
Ich hoffe, ihr konntet überhaupt was sehen bei meinem Mondscheinerritt. Aber ich fand das super schön halt gerade. Also für mich, ja, ich konnte gut was sehen, denn das blendet mich mehr, diese Fackel. Ich sehe eigentlich besser, am PC zumindest, wenn das aus ist. Jetzt, welchen Weg muss ich nehmen? Hier gibt es zwei. Das ist, glaube ich, egal, hä? Jo, ich schätze, das ist egal. Ich werde mich in der Nähe des Flusses halten. Das könnte das Beste sein. Ja, ein Häuschen. Eine Brücke. Ist hier was? Vielleicht? Neustart und Blumen ohne Ende. Fischreuse. Wie praktisch. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Stehe ich jetzt genau drauf? Nein, oder? Da ist sie. Spielen. Ja gut, gehen wir wieder. Das führt mich auf jeden Fall dorthin, wo ich hin will. Und hier drüben muss es gleich noch einen Weg geben, hätte ich vermutet. Ja, da ist er auch schon. Gefällt mir aber so ganz ohne Hetze. Dieser Nachtritt hier, der ist richtig schön. Ganz entspannt. Da ist wohl das Haus. Ich glaube, ich bin da. Hier hinten dran muss es sein, hätte ich vermutet. Wir kehren hier mal ein. Schauen auf die Karte. Jawohl, interessanter Ort. Das passt ja schon mal. Ja, ich bin da. Ich bin da. Und für die, die jetzt die letzte Folge nicht gesehen haben, ich suche einen speziellen Ort. Und zwar diesen Schatzort. Also hier oben rechts ist Rovna. Jetzt sind wir diesem Bach da gefolgt bis runter zur Mündung des Flusses. Und nachdem ich etwas Mühe hatte, den in Rovna zu finden, diesen Ort, hat mich Duke darauf gebracht, den Maßstab zu vergessen, das ein bisschen großflächiger zu sehen und zu vergleichen mit der Hauptkarte. Und ja, ich denke, wir haben es. Und jetzt muss das hier irgendwo hinter diesem Haus, sollte das sein. Schauen, ob wir das finden. Einen Schatz. Oh, ich buddel mich wieder. Ich buddel mir mein eigenes Grab. Oh, da kommt ein Stuxi raus. Da ist ein Stuxi drin. Oh, ho, ho, die 74er Bogen, eine Halskette. Tolle Ohr. Hier. Und wieder einen Haufen Groschen. Schaut doch mal, allein das ist 2,4 wert. Hammer. Was, wer braucht Schlüssel 4? Okay, das kann ich leider noch nicht, glaube ich. Boah, Stiefel für 650, ein Wahnsinn. Das ist Wermut, das brauche ich. Komm, das steckst du ein. Das brauche ich. Und diese tollen Kirschen habe ich schon ewig nicht mehr. Die Einbeeren habe ich ja gefunden inzwischen. Davon gab es, ich dachte, die sehen so aus, aber nicht ganz eben, nur so ähnlich. Also, wir gehen und suchen den Simon. Und da ich ja weiß, wo der ist, den habe ich ja schon mal gefunden, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Weißt du was, du hast den Schatz. Das ist jetzt ab ein Duster. Dann leg die mal kurz hin. Genau, und zwar am besten, bis es ein bisschen hell wird. Dann wird das leichter, dann könnt ihr auch was sehen.
dann reiten wir jetzt in den Sonnenuntergang. In den Sonnenaufgang. Ihr kennt ja da diese Heldin, im Western Heldin Epen, oder? Wo der Held am Schluss in den Sonnenuntergang reitet. Und beide Heinrich reitet jetzt in den Sonnenaufgang. Oder der Held reitet in den Sonnenaufgang. War ganz anders als gewohnt. Und ja, gleich wird's hell. Oh, die Wölfe. Hört ihr die Wölfe? Nicht gut. War ich hier schon mal? Noch nie. Soll ich mal diesem Weg... Wisst ihr was? Ich werde diesem Weg jetzt folgen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich will es endlich aufgedeckt haben. Denn irgendwie muss es hier noch eine Stadt geben. Hier oder hier. Kuttenberg, würde ich vermuten, ist hier irgendwo noch auf der Map. Weil davon war so viel die Rede. Also, ich werde... Moment, lasst mich überlegen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich könnte noch schnell die Quest markieren. Mit dem Pfarrer. Die da. Ja, das wird auch noch cool. Genau, die lasse ich an. Die möchte ich auch... Das geht ja irgendwie nicht, genau. Aber, wo ist er denn? Da, Mann Gottes. Mal gucken, wo das ist. Aha, den finde ich in Sasau. Also gar nicht weit. Das ist ja super. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den anderen direkt ansprechen könnte. Dann muss ich jetzt nach links, oder? Nee, ich gehe nach rechts. Ich gehe nach rechts den Fluss entlang. Nach Nordwesten. Genau, jetzt wird es schön hell. Langsam. Schön hier, wirklich. Scheiße ist das schon. Aber ich sehe es leider gar nicht. Also vermutlich seht ihr es nicht. Da unten ist der Fluss. Und zwar nicht nur so ein Bach wie bisher, sondern ein richtiger Fluss. Das dachte ich Gott. Gibt es auch Inseln, sehe ich Gott. Keine Höhlen. Oh, ein Wägelchen. Halt! Finde ich hier vielleicht was? Ah, hier kann man drüber. Hochspringst. Ja, komm. Kannst du nämlich mehr sehen. Ist das schon die Stelle, wo ich... Was ist das? Ein neues Kraut? Nein. Jetzt kannst du sie ausmachen. Du warst aber schnell. So, und jetzt schaue ich mal, wo ich jetzt genau bin. Gleich genau. Jetzt werde ich hier hinten noch schnell nach hinten reiten. Ja. Oder, nein, ich gehe erst den Teil kurz aufdecken, oder? Warte mal, jetzt muss ich schnell überlegen. Gibt es da oben? Genau, da muss ich ja dann hin. Aha! Was ist denn das für eine... Ah. Also dann gehe ich erstmal hier. Wenn wir wieder zurückgehen, dann decke ich den Teil noch auf. Wir machen das so. Ich möchte aber noch schnell da hinten hinreiten, um das aufzudecken. Also komm. Ja,
Hoi! Hab ich doch geahnt. Was gibt's denn hier? Sieht auch wieder endgeil aus hier. Schon wieder so eine einzigartige Stelle. Ja, was ist denn hier so interessant? Hier muss doch was sein. Aha, 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 aha. Da ist was. Was ist das? Hier kann man... Ah! Aha! Danke. Okay, manchmal finde ich es irgendwie nicht. Da steht zwar ein interessanter Ort, aber dann finde ich dort nichts. Das kam jetzt schon mehrfach vor, dass ich es einfach nicht finden konnte. Aber was mir auch so gefällt, sind diese unterspülten Ufer, die man da manchmal sieht. Oder das wie da vorne, das so... Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen. Das ist wohl das Map-Ende, hä? In dem Fall. Kommt, dann deckt das jetzt trotzdem noch auf. Komme ich denn da in den Wald rein hier? Jawohl. Komm, da kommst du doch durch, oder? Jawohl. Schon wird's lichter. Sasauer Wälder. Wenn man in dem Spiel auch mal den König trifft. Das wäre auch noch cool, oder? Zwar sowohl den Sigismund, den konnte man ja mal sehen schon, als auch den Wenceslaus. Der ja nicht an seiner eigenen Krönung erschien und so den Papst sauer machte. Oh, das ist ein Waldgarten, oder? Das ist, glaube ich, ein Waldgarten. Hier wohnt jemand, oder hat jemand gewohnt. Richtiges Hexenhäuschen. Yay! Kann man sich leider nicht setzen. Schade. Das ist doch ein schöner Ort, um zu verweilen. Eine Weile. So, lass mich da mal reingucken. Aha, aha, aha. Schlafen und speichern. Kann ich hier? Ist leider schon länger zusammengebrochen. Dieses Häuslein. Und ist jetzt nur das Schlafen und Speichern gemeint mit dem interessanten Ort? Oder gibt es hier noch was anderes? Natürlich schon praktisch, wenn man hier hinten speichern kann. Weißt du was? Steck ein, zwei von denen ein. Davon habe ich, glaube ich, gar nicht so viele. Hier gibt es auch noch ein paar. Alter, stolpert man ja nicht überall drüber. Da hat es auch noch welche. Gibst du mir die noch? So, und ich glaube, da ist sonst nichts, oder? Weiß nicht. Ist da sonst noch was? Fliegenpilz. Hier vielleicht. Wobei, so weit ist es in der Regel nicht entfernt. Ich denke schon, dass es irgendwie hier sein müsste, wenn da noch was ist. Lauf noch einmal ums Haus. Vielleicht findest du da noch was. Okay, also... ist mein lieber Heinrich und lass fallen. Oh, jetzt hast du dich überfressen, leider. Ja, egal. Pech. Pech. Hast immer noch zu viel bei dir? Ja, Mist. Was hast du denn noch so, was so schwer ist? Aha, den Kyras, hä? Wie viel bringen die? Wow! Was ziehst du da? Oh, da ziehst du gleich zwei Sachen aus, wenn ich das... Oh. 70, 83.
69, 84, das sind schon verdammt heftig. Zusammen mit dem, was man hier... Ah, das besetzt gleich zwei Plätze. Ach, deswegen. Ich glaube, man könnte, wenn ich da einfachere Beinlinge nehmen würde, zusammen mit den Stiefeln, dann könnte ich wahrscheinlich sogar noch höhere Werte erreichen. Würde mich nicht wundern, wenn dem so wäre. Behalte ich auf jeden Fall. Werde ich wohl nicht verkaufen. Und der ist fast so gut wie meiner, oder? Ja, nahezu. Nahezu. Boah, 122 Stück. Wahnsinn. So, jetzt kannst du wieder rennen, oder? Jo. Also, wo ist mein Pferdchen? Wir gehen. Da. Hab leider sonst nichts gefunden. Nein, aufsteigen, mein Lieber. So, wo bin ich denn jetzt ungefähr? Habe ich das jetzt aufgedeckt, was ich mir da... Jawohl. Ich jetzt noch ein bisschen nach unten reite. Dann habe ich das in Zukunft. Was dann weiß ich, hier ist auch keine Stadt. Wer weiß, vielleicht ist dieses ständige Reden von Gutenberg, Ich kann jetzt nicht weg. Ja, ich hab's fast vermutet. Ich habe Verpflichtungen. Ich hab's leider fast vermutet. Wer weiß, ob's Gutenberg wirklich gibt hier. Dann setz hier mal einen Marker drauf. Was ist das da? Ah, ich dachte, das wäre ein Haus. In die Richtung, hä? Auf den Weg zurück. Ist das schön! Verdammte Axt! Ist das schön! Ja! Ich kann's nicht fassen manchmal, wirklich. Wie toll das aussieht. So, also, zurück zur Furt. Damit der Heinrich hier Furt kommt. So, hier ist das, oder? Jo. Dann decken wir jetzt das Wölkchen da hinten noch auf. Ja, da hätte die Stadt noch drunter Platz, würde ich vermuten. Ja! Ah, was ist das da unten? Geh da mal durch, komm. Aha. Das erinnert mich an etwas, diese Stelle. Der Pfarrer Simon wohnt in so einer Kuhle. Als Eremit hat er sich da eingenistet. Wow, 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 wow. Wow. Hopp, hopp. Hopp. Oh, ich mute dem Pferdchen schon einiges zu hier. Wieder sowas. Das sieht so endgeil aus. So, ich denke, ich habe es aufgedeckt. Wenn hier nichts ist, dann ist hier halt wirklich nichts. Also bis auf die schöne Schlucht hier. Könnte man vermutlich sogar hochlaufen. Schau nochmal. Ist jetzt die Wolke weg? Ja. Also jetzt ist nur hier oben am Rand ist noch eine. Da. Kann ich da hin? Also hierhin kann ich ja schnell reisen. Da fehlt da nicht mehr so viel.
würde das ja gerne mal hier rum umrunden, um zu gucken, ob es irgendwo hier zum Beispiel einen Eingang gibt, der noch benutzbar ist. Also zur Burg rein. Zeig ich mal kurz. Gibt es da eine Öffnung? Hier schon, oder? Hier könnte man wahrscheinlich... Nein, könnte man nicht. Genau. Hier bin ich ja geflohen. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, da kommt man nicht rein. Das ist irgendwie verstellt. Alles klar. Das geht nicht. Und dann, mein lieber Heinrich, dann folge einfach diesem Weg hier. Dann deckst du gleichzeitig gleich noch was auf. Ja! Ich hoffe ja immer noch, eine weitere Stadt oder ein weiteres Dorf zu finden. Nicht richtig. Kontrollier nochmal. Nicht, dass ich auf die Seite... Okay, das passt. Und dann rechts hoch. Gut! Da hat es wohl Zelte, hä? Hier oben. Ist das richtig? Ist das schon hier? Ja! Zeig mal. Ja, da geht's dann zwar hoch an dem Weg, aber man kommt nicht rein. Und laut Plan gibt's da irgendwo Zelte. Ja. Ist das so? Sag mal. Da ist noch ein Haus. Ja. Ist das bewohnt? Stall ist es zumindest. War ich noch nie. Ja, hier war ich. Das ist Neuland. Hier war ich noch nie. Rennen wir einmal ums Haus, wenn das geht. Okay, hier ist nichts. Der ist trocken gefallen. Ihr kommt zur rechten Zeit. Jetzt muss ich mal gucken, bin ich... Jawohl, jetzt habe ich wieder ein Stück aufgedeckt. Ja, jetzt habe ich dann fast die ganze Map. Wenn ich diese Familie da finde. Ja! Komm, Uri, das schaffst du. Jawohl. Jetzt gehen wir zurück auf... Halt, da vorne ist der Weg. Ja! Da muss... Genau. Oh, nochmal was Neues. Hier war ich auch noch nie. Hier werden die wohl... Ups, als wollte ich springen. Zu spät. Schön wieder. Hölle, ist das wieder schön hier. Aha, hier muss wohl ein Gerber wohnen. Beziehungsweise arbeiten. Und ein Platz. Okay. Ich ahne, was da wieder drin ist. Meistens ist da Schnaps drin. Ja, Retterschnaps sogar. Nie schlecht. Das ist eine schöne Stelle hier. Da werde ich wohl den nächsten Vlog machen mit Snorri an dieser Stelle. Oder? Es ist ja bald wieder soweit. Am Wochenende machen wir einen neuen, wie es uns so ergangen ist hier im Spiel. Und ich habe ja wirklich viel zu erzählen. Ist ja verdammt viel passiert seither. Er bestimmt auch, weil ich habe gesehen, er ist auch ordentlich. Aha! Er hat auch ordentlich weitergespielt. Da ist auch noch so ein Kreuz. Spacker! Komm, hol dir das runter da. Muss doch ein bisschen zurück. Ah, der war ein bisschen zu hoch. Glaube ich zumindest. So. Was mag da wohl drin sein? Kamille, ja super. Ja, dann nimm sie halt weg, wenn du da sonst nicht rankommst. Da muss es doch irgendwo sein jetzt, oder? Löwenzahn. Ist es denn jetzt hingefallen? Ha! Guck dich. Auch in dem Büsch rum, um das Nest zu finden, was da runtergeplumpst sein muss.
Löwenzahn. Wo ist es denn jetzt hingefallen, dieses blöde Nest? Krabbel, krabbel. Es könnte natürlich jetzt, wenn ich Pech habe, ist es vom Boden verschluckt worden. Kennt ihr solche Stellen in Spielen? Wenn es so in die Ritze fällt quasi. Nimm das mal weg, vielleicht taucht es dann auf. Wenn es in die Ritze fällt, zum Beispiel gerade bei den Felsen, bei den Übergängen der Objekte, der Bauobjekte, dann hat man manchmal Pech und es fällt quasi nach Kieler durch. Oh, das wäre jetzt aber schade. Weil manchmal sind die Nester richtig geil vom Inhalt her. Ja, ich glaube, das ist weg. Alter, oder? Schwein gehabt! Spinnennetz, nicht schlecht. Gib mir den Pfeil zurück. Danke. Oh. Hier ist niemand, hä? Okay. Wir dürfen die behalten. Schmeiß es gleich ins Pferd. Das ist unser Sonstiges. Ein Haufen Bücher habe ich, die ich wahrscheinlich zum Teil sogar lesen kann. Genau, das kannst du auch weglegen, das habe ich. Und die habe ich auch inzwischen. Ah, gleich zwei. Da muss ich da mal gucken, was ist drin. Aber ich habe ja noch einige Karten. Jetzt könnte ich ja mal reingucken. Was sind das noch? Ich glaube, ich habe in der Kiste habe ich noch weitere Karten. Mindestens zwei. Genau, das war die in Sasau. Geh mal ein bisschen nach vorn, damit ich mehr Licht habe. Ich habe zwei Schätze gefunden, mein lieber Tyson. Zwei tolle Schätze. Vor allem der eine war geil. Ah, richtig geil. So, und da... Da weiß ich nicht, Monastern, was immer Monastern sein soll. Ich werde mal nach dem Fluss suchen. Richtung Sasau. Aber was mag wohl Monastern? Was mag da gemeint sein? Naja, ich werde es dann schon sehen. So, da ist auch noch. Ach, da kann man reingreifen. Aha. Brennen die da Ziegel, oder? Aber hier sind die noch nicht auf. Das könnte sein, dass die noch nicht wach sind. Grüß Gott! Ick. Oh. Hier ist gar niemand mehr. Außer eine tolle Kiste. Ist da was Gescheites drin? Oho, bisschen Groschen. Nehme ich immer, egal wie viel. Das nehme ich immer. Okay, hier ist nichts mehr. Nächster Raum, komm. Und da hoch kann man nicht hier. Nein. Und da kommt man nicht rein, weil es verstellt ist. Was ist das gewesen gerade? War das nur die Tür, hä? Okay, also dann wohnt die wohl nicht hier. Dann muss ich wohl noch ein Stück nach vorn. Schätze mal, nach da hinten. Kann das sein? Ah nein, das ist die Erzverarbeitungsanlage. Dann sind die wohl eher in dieser Richtung. Die Leute, die ich suche. Lass mich mal gucken. Aha, oh, ich bin ordentlich weg davon. Hier ist diese Erzverarbeitungsanlage. Jetzt werde ich aber hier erst dem Ufer hochreiten. Ufer entlang hochreiten oder vielleicht hier sogar rein und so rüber, damit ich das endlich aufgedeckt krieg. Ich weiß nicht, ob da was ist, aber... Wobei, nein, ich mache es anders. Ich werde es anders machen. Ich werde hier entlang hochreiten, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Cut! Schön an hier, an diesem verbreiteten Flusslauf. Das ist schon fast seenartig. Das wird dann total schön, die Stelle. Ah, ist das der Bach? Oder? Ja. Okay. Ups, ups. Da war hoch. Kommt
Binde auf oder ist das ein Wenn ich die Provinz verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis bitten. Scheiße. Das wäre ich gar nicht gern, weil seht ihr, da ist ein toller See, aber ich kann da nicht hin. Schade. Da geht's endlos weiter da hinten. Ich kann da nicht hin. Warum kann ich da nicht hin? Hölle, wo bin ich denn jetzt am Kartenradar gestoßen? Wo bin ich denn jetzt genau? Aha! Aha, das ist nur breit, das ist kein See, das wird nur breiter. Also ich sollte mich nach links wenden. Dann reite ich genau drauf zu. Hopp, jetzt musst du irgendwie da hoch. Oh, Hölle, Hölle, 50 Grad. Ui, ui, ui. Oh, was ist das? Was ist das? Sowas habe ich hier am Ufer schon mal gesehen. Ich glaube, das sind... Ah, ich dachte, das sind diese Beeren da, diese tollen Kirschen. Ist das ein Grab? Nein. Was mag das sein? Das ist mir immer noch nicht klar. Ich schätze, das ist was Druidenartiges von früher. Jetzt muss ich mal was gucken. Dieses kleine Häkchen, jetzt stehe ich leider drauf. Das da, das, genau, ich denke, das bleibt stehen, solange man es nicht abgegrast hat. Warte, das sind so Stellen, da hat man es wohl gefunden, aber ich konnte das Interessante nicht finden, sozusagen. Honig. So, und irgendwie, ich weiß nicht, nach was ich suchen muss. Muss ich den umhaken vielleicht? Warte mal, habe ich eine Axt? Vielleicht muss ich das Ding umhaken. Wer weiß es. Ich könnte es ja mit dem Schwert versuchen. Ist zwar nicht so ideal, aber ich habe ja jetzt keine Axt dabei, leider. Nö, hä? Zapfel. Komm. Das bringt gar nichts. Tja. Liegt da was oben drauf? Sieht ein bisschen nach einer Dämonenfratze aus. Ich weiß es nicht, aber... Wo ist denn das Interessante? Es gibt einfach so Stellen, da findest du irgendwie gar nichts. Also nicht mal etwas, was annähernd nach interessant aussieht. Hast du eine Idee, Tyson, was hier gemeint sein könnte, außer diesem Ding da? Aber man muss irgendwo was auflesen können. Erst dann verschwindet dieses kleine gelbe Zeichen. Wäre da nicht ganz schlau draus. Ah, war da gerade was? Nee, oder? Nein. Shit, Hölle, shit. Das ist, normalerweise ist es relativ nah dran. Also bisher war es immer so, mit denen ich was gefunden habe. Aber hier weiß ich nicht, nach was ich suche. Oh, sieht wieder geil aus da mit der Sonne. Seht ihr das? Hammer. Aber ich weiß nicht, nach was ich hier suchen soll. Ja gut, Pech. Weiter. Ha, das dachte ich gerade, das ist der Buri. Ah, jetzt dachte ich gerade, ich hätte was gefunden. Zieht's euch rein, Leute. Zieht's euch einfach rein. Das ist so geil. Das ist so geil, Hölle. Oh, ich werde das vermissen. Scheiße, ich werde das vermissen. Dass ich mich hier nicht mehr aufhalten kann. Weil ich wieder was ganz anderes spiele. Hier ist was. Hier ist ein Waldgarten. Na, das ist doch ein Waldgarten, oder? Komm, komm mal da raus, komm. Jetzt da rum. Ich sehe, glaube ich, ein... Ah nein, dachte gerade. Zeig mal ab, dann wird es dir angezeigt. Und? Yeah. Baldrian, Minze, Einbeere, gib her.
Da hinten ist Beinwell und hier tolle Kirschen. Danke, endlich. So, boah, ein Riesenfeld davon. Muss ich mir das auch gleich schnell merken. Davon werde ich mal ein kurzes Video machen, denn hier gibt es Einbeeren und Tollkirschen. Und hier unten gibt es Einbeeren in Massen. Und natürlich überall Beinwell und so. Weil man sich das ist so ein Ding, was man immer wieder sucht. Weil es ein bisschen wenig davon hat. Und das sind so Stellen, wo du wirklich gleich mit einmal zugreifen, massig davon abgreifen kannst. Hallo! Fürst Wilhelm von Crimson Castle. So war's doch, oder? Ja, hi, rote Suppe. Ich habe gerade einen ganz schönen Ritt. Er war relativ ereignisarm, aber er war optisch war es ein Hammer. Wirklich ein Hammer. Weißt du was? Geh doch da mal hoch, bevor wir zu denen gehen, oder? Ja, geh da noch schnell an den Map rein. Ja! Ja, hier geht's. Ich bin weit weg von zu Hause. Ich kehre besser um, bevor Herr Ratzig einen Suchtrupp entsendet. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Antwortet! Was macht der da? Ich kann da leider nicht hin. Könnte ich auf den Bogen dann? Wahrscheinlich. Tja, also wir sind angekommen. Oh, 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 oh. Tja, und diese Kiste. Wow. Diese Kiste von zu Beginn, die ja nach dem Update verschwunden ist. Sowas habe ich nie wieder gefunden in der Art. Mit so viel tollem Zeug. Ich habe auch das Video dazu gelöscht. Opa, weil es die Kiste nicht mehr gibt. Oder? Ich habe so ein Video gemacht, wo man die finden kann. Oh, jetzt wackelst du aber böse. Und das macht ja dann keinen Sinn mehr, wenn da gar nichts mehr drin ist, oder? Jetzt aber. Ja, fast. Ja, fast, verdammt, der war nah. Da kommt's. Ein Groschen. Hat sich wahnsinnig gelohnt, doch. So, dann gehen wir jetzt mal gucken, ob wir diesen Pfarrer nach Rauna kriegen. Genau, da. Wilhelm sagt, es wäre richtig. Oh, scheiße, der will irgendwie was von mir. Der ist sauer auf mich. Seht ihr da? Die sind sauer auf mich, warum auch immer. Kannst du irgendwann über... Nein, ich glaube nicht, denn das ist der Maprand da hinten. Da komme ich nicht drüber, denke ich. Aber warum? Was sind da vielleicht Banditen oder was ist hier los? Dorfbewohner. Grüß dich, Heinrich. Hallo, warum habt ihr ein... Willst du etwas? Warum? Ja, warum habt ihr ein Kämpfensymbol hier? Was ist hier los? Grüß Gott. Der Schmied, würde ich mal vermuten. Da lässt die andere gleich ein Stöhnen, ein Seufzerchen, ein Stöhnerchen. Wer ist da? Frag nicht so dumm, sie hat's doch gerade gesagt. Arsch dich. Was ist das? Du bist so ein... Was ist hier los? Bist du blind oder was ist mit dir? Hey. Er hat vielleicht auch den grauen Star. Man kann es ja nicht wissen. So, geht da mal rein. Ich will jetzt trotzdem da reingucken, weil hier muss doch... Hier müssen doch diese Leute sein, die ich da finden soll. Aber wieso ist hier ein Kämpfensymbol? Was ist hier los, Hölle? Werde ich jetzt gleich attackiert? Jetzt rennt da weg. Au! Scheiße! Du Saubeutel! Nein, nicht das! Oh, 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 fuck! Warte mal, Heinrich! Du, oh, scheiße, was ist denn das für einer? Ja, ich kann es nicht mehr einnehmen. Oh, was für eine Scheiße, dann hast du den falschen Helm auf! Scheiße! Fuck! 18, zieh den an. Kannst nicht benutzen. Oh, ich hab so eine Scheiße. Kannst du wenigstens die Waffe wechseln?
nimm den Stachel in die Hand und die Speerruhe. Warum blockst du nicht? Weil er keine Ausdauer hat. Was ist das für einer? Was ist das für ein Mörder? Das ist ja Wahnsinn, der Kerl. Gut, der hat ihn halb gekillt. Der Move war richtig schön, Heinrich. Das hat mir gefallen. Jetzt wollte ich es gerade noch ein bisschen rausziehen. Der stößt ihn, den Saubeutel. Der ist ein Saubeutel. Magdeburger Schwert. Ja, geil. Ist das... Schnell gucken, Magdeburger. 57, was kann dieses Teil? Ich habe ja die Rüstung dazu, ihr wisst, ich trage sie ja. 57, 126 Verteidigung, was denn das für ein Wahnsinn? Das ist ja noch heftiger wie das hier. Hand. Und jetzt sollte ich mal gucken, ich habe ja diese Langschwert-Moves. Und ich möchte endlich mal ganz gezielt einen davon einüben, bis er sitzt. Unten stechen. Hä? Ja, das werde ich jetzt versuchen. Einfach jeden Kampf, den ich führe, werde ich das immer wieder machen, bis das sitzt und dann den nächsten und so weiter. So, da kommt vermutlich noch einer mehr. Das sind mehr. Das nehme ich immer noch in Kampf. Wobei das Kampfzeichen kann auch andere Gründe haben. Danke. Oh, 1000 edle Kompositbeinlinge. Danke. Den darfst du behalten. Da stimmt das Gewicht nicht zum Verhältnis. Ja, geht so. Zu schwer. Geld hat er nur keins. Deswegen hat er mich wohl überfallen. Das bringt's. Panzerhandschuhe. Danke. Und vor allem die polnische Schulterplatten. Und silberne Sporen. Und Wasser hat er. Dieses Kettenhemd ist mir viel zu schwer, für was es wert ist. Okay, das darfst du wohl behalten, den Rest. Hä? Ja, das will ich nicht haben, sonst fängt nur wieder eine Umpack-Ari an, oder? Das kennen wir, ich bin jetzt schon überladen, merke ich grad. Schmeiß mal in den Buri, was geht. Komm. Schmeiß das mal alles rüber. Die würde ich ja gerne selber tragen, ehrlich gesagt. Was ziehst du denn? Ah, das besetzt auch zwei Plätze. Ja, gut. Ja, dann. Den möchte ich nicht noch weiter runter machen, sonst fliegt mir den niemand mehr. Den finde ich ja sau cool, diesen Helm, oder? Den da mit dem kumanen Gesicht. Aber wenn ich den jetzt noch runterfülle, dann finde ich wieder keinen mehr, der mir das noch flicken kann. Schulterplatten, da habe ich auch schon was Besseres. Silberne Sporen. Okay, da weiß ich nicht, was ich gerade trage. Ich trage Aachener. Weg damit. Und den kannst du eigentlich auch, wenn er noch so toll ist, den muss ich erst flicken. Also, dann hat er Waffen gehabt. Dann werde ich das in die Satteltasche legen und mal schnell flicken, was möglich ist. Ich glaube, ich habe jetzt arg gelitten. Beziehungsweise bei der Ausrüstung dürfte jetzt arg gelitten. Ja, habt ihr gesehen, wie der auf mich eingedroschen hat? Das ist krass. Das ist die Herzogstruhe. Ich gebe dir nochmal Tipps. Der ist zu krass für Stuxi. Ich drücke darum, dass du nicht stirbst. Nein, den habe ich gekillt. Aber das war heftig. Weil ich bin auch recht erschrocken. Der kam so aus dem Nichts. Oder? Plötzlich wurde ich doch noch attackiert. Und zwar richtig heftig. Da war ja ratzfatz, war so viel Leben weg, oder? Bin ich schon ein wenig erschrocken erstmal. So. Dann schau mal, ob du dich jetzt hier wenigstens ein Stück weit wieder hochheilen kannst. Ich habe leider kein Schneiderset. Das müsste ich dringend besorgen. Oh, schon verbraucht. Ui.
Ui. Auch schon verbraucht. Hui. Hui. Ihr seht, das ist richtig teuer, dieses teure Zeug zu reparieren. Das kostet ganze Sets. Oder da klickst du einmal drauf, dann ist das komplette Set weg. Also, gib mir, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch Rüstungssets. Und zwar, wenn es geht, nimm erstmal das angebrauchte Zeug. Hast du noch irgendwo ein Rüstungs... Nein, hast du... Oh, alle aufgebraucht. Ich muss mal in die Kiste greifen. In die große. Dort habe ich noch mehr solche Sachen. Mir hätte das gern möglichst gut gepflegt. Oh, einmal draufklicken und weg ist es, dieses Set. Heftig. Heftig. Da geht's nicht mehr. Okay. Mach weg. Jetzt hast du irgendwo, genau, noch so ein Schmiedeset. Und zwei Sets weg. Boah. Für ein Schwert. Zwei Schmiedesets. Heftig. Heftig, heftig. So, wo kommt... da ist es. Und noch ein Set weg. Boah, heftig. Leute. Das war jetzt krass. So, okidoki, der ist hin. So, und dem habe ich auch das Genick gebrochen mit dem letzten... Nein, das hängt doch dran. Ja, und die sind jetzt weggerannt und warten auf nimmer wieder... Kann ich mit der jetzt reden da? Ja, und Gesundheit, auch euch. Ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Ich hörte, du kennst ihn. Simon? Was willst du von ihm? Was meinst du da, Sub? Du hast doch gesagt, du willst keine mehr benutzen, weil sie zu krass sind. Was ist zu krass? Keine Tränke, meinst du? Alles klar. Ja, genau, hast du recht. Aber ich dachte, bei dem Kerl wäre es angebracht gewesen. Ich suche den Pfarrer, der früher in St. Jakob lebte. Die Einheimischen sagten mir, sie hätten ihn in dieser Gegend gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Der geht sicher nie in seine Gemeinde zurück. Wieso? Also gut. Was willst du wissen? Sub, schieß den Typ bei der Grenze ab. Dann versaue ich mir den Ruf in Skalitz wieder, jetzt wo er endlich wieder okay ist. Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen in Skalitz. Sie war sehr, sehr schön und er jung, also nahm die Natur ihren Lauf. Junge Leute eben. Eines Tages kam sie zurück, hatte einen ordentlichen Bauch. Sie kommt ja auch gerade aus dem Stroh. Guck mal in ihre Haare. Ja, solche Dinge passieren eben. Was kann man schon tun? Meine Rede. Ich war nur froh, dass sie jemanden hatte, der für sie sorgt. Nur hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist das Los der Frauen. Männer sterben auf dem Schlachtfeld und die Frauen im Wochenbett. Was geschah mit Simon? Der Arme. Er hat es nicht verkraftet. Er war sich sicher, dass Gott Maria für ihre Sünde strafte. Und ihn nicht? Er hat recht. Ja, sicher. Was für Blödsinn. Unsinn. Menschen liegen ständig ohne den Bund der Ehe beieinander. Und Gott lässt sie zufrieden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wer bin ich, einen Pfarrer zu belehren? Und wer weiß, vielleicht hatte er recht. Gottes Wege sind unergründlich. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht, aß nichts, weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Und eines schönen Tages war das Pfarrhaus leer. Hat lange gedauert, ehe ein neuer Pfarrer einzog. Das ist eine gute Geschichte, die gefällt mir. Wie auch aus dem Leben gegriffen. Das gefällt mir. Ey. Wieder eine richtig gute Geschichte. Wo ist er? Ich gehe dann. Ja. Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen in Skalitz. Sie war sehr, sehr schön und er jung. Ach so. Also nahm die Natur ihren Lauf. Wieso war Junge das nicht Leute ausgegraut? Eben. Eines Tages kam sie zurück. Das hätte ausgegraut sein müssen. Sagen wir mal. Das muss einen rechten Aufruhr gegeben haben. Mein Mann war fuchsteufelswild. Er lief wie von Sinn durch die Hütte, die Axt in der Hand und schrie Zeter und Mordio. Die Nachbarn zerrissen sich die Mäuler. Aber ich war froh, dass mein Kind versorgt war. Der Pfarrer war sehr großzügig bei seiner Entschädigung. Nur hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist das Los der Frauen.
Männer stecken. Was geschah mit Simon? Der Arme. Er hat es nicht. Jetzt können wir die anderen Optionen noch ausprobieren. In der Bibel steht, es ist Sünde. Ich verstehe nichts von solchen Dingen. Gottes Wege sind seltsam. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht, aß nichts, weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Okay, ich weiß, wo er ist. Wo finde ich ihn? Angeblich soll er sich hier herumtreiben. Hab ich auch gehört. Und glaub's auch, obwohl ich ihn selbst nicht gesehen hab. Ich schon. Das? Nachdem unsere arme Maria gestorben war, nahmen wir etwas von dem Geld, das uns Simon gegeben hatte, und errichteten ein Kreuz an der Straße. Und seit kurzem schmückt es jemand mit Beinwellkränzen, ihren Lieblingsblumen. Du glaubst, es ist Simon? Wer weiß. Vielleicht ist's ja auch ein Wunder. Ich glaub alles. Ist aber seit langem kein frischer Kranz mehr abgelegt worden. Vielleicht ist Simon weitergezogen. Verstehe. Aha. Kannst du mir zeigen, wo das Kreuz steht? Sicher. Westlich von Scarlitz stehen Absetzbecken für die Minen. Dort ist auch ein bewaldeter Hügel mit mehreren Wegen. Marias Kreuz steht an einem davon, beim Bach. Vielen Dank. Ciao. Ich gehe dann. Tu das. Und wenn du ihn findest, sag ihm, dass wir es ihm nicht übel nehmen. Das werde ich. Okay, da ich ja weiß, wo er ist. Buri! Da könnt ihr jetzt wieder in euer Haus. Der Plünderer, der Bandit oder was immer er war, der ist jetzt weg. Schnell hier reingehen. Schnell deren Truhe leeren, wenn da eine rumsteht. Aha, hier könnt ihr schlafen. Ja, ich komm raus. Aber da war grüß dich, Heinrich. Ja, hallo. Schnell. Oh, die Truhe. Schnell, bevor die hier reingekommen, bestimmt schnüffeln gleich. Nimm einfach alles, damit du schnell hier rauskommst. So. Oh, die hat was zu essen, glaube ich. Wow. Ja, den Rest kannst du behalten. Das sind eh nur Fressalien. Halt. So. Auf. So, hab ich. Sehr. Jetzt würde ich noch schnell gucken, ob der einen Namen hatte. Oder ob der nur Bandit heißt. Bandit. Der Saukerl kam mit, der kam wie aus dem Nichts. Wobei, da war eine Warnung und ich habe alles gedacht, ob die mich plötzlich angreifen, die zwei da. Aber der andere, der Schisser, ist ja in den Wald gerannt und ist nicht zurückgekehrt. Ja, hast du es nicht mitgekriegt, oder was ist los? Also, und zwar, wo war der Kerl? Der Kerl war an einem Flusslauf. Genau, da. Da hoch. Also, was ist jetzt kürzer? Warte mal. Wenn ich jetzt nach Scarlitz schnell reise und dann hier rüber reite, oder wenn ich... Das ist kürzer. Also zeittechnisch. Streckenmäßig ist es länger. Aber ich denke, zeitmäßig ist es kürzer. So. Das reicht gerade noch schön, um das noch zu machen. Ja! Also, wir holen den. Wo war die Brücke? Da muss ich durch, glaube ich. Ja! Hier in dieser Eisenerzmühle. Da gab es noch diese heftigen Kämpfe. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert. Das war heftig. Und da oben, jetzt fällt mir auch noch ein, da war noch eine Mine. Wo war, oder? Diese Mine mit den... Halt! Mit den Fälschern drin. Da gab es noch... da ist es. Uiuiui, die werden immer höher. Fast. Da gab es noch weitere Gänge in dieser Münzfälscher. Ich sehe nicht, wo er hinfliegt. Deswegen kann ich so schlecht nachkorrigieren. Wo fliegt der hin, Hölle? Ich sehe es nicht. Jetzt. Ach, hab's. Was ist hier los? Den Pfeil kriege ich nicht mehr raus. Was ist das? Da kommt jemand. Hallo?
Bist du ein Banditen? Scheiße, haben sich da neue einquartiert? Das wäre super. Max, zieh den Helm an diesmal. Und zwar bevor du den angehst. Bandit, oder? Was haben wir denn ja. da? Dein Tod! Aber wisst ihr was? Ich könnte endlich mal... Nein, halt, ich wollte ja diesen Move ausprobieren. Dafür brauche ich aber das Langschwert. Das, wenn ich das mal nochmal das Langschwert, jetzt werde ich das ausprobieren. Kurzschwert, Langschwert, dann habe ich es richtig, dann nimm das aus der Hand. Das auch. Und dann musstest du was machen? Doppelstich war es, glaube ich. Das da. Narbenwacher. Also, ich muss unten Mitte, also unten stechen. Hundling! Stich ihn doch! Warum stichst du ihn nicht? Knurps. Wenn ich Glück habe, hat es ein paar neue da drin. Mit ein wenig Glück. Du hattest doch nicht. Ja, ich höre schon wieder einen. Was sagt man dazu? Oh. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Du musst von unten, Heinrich, du musst von unten, da, von da aus, ja. Jetzt stech ihn, warum stichst du nicht? Jawohl, stech ihn. Nicht schlecht, der Narbenwacher. Gar nicht schlecht. So, danke für den Dietrich, den nehme ich besonders gern. Sonst hast du ja nichts. Oh, da ist noch was. Hey, wer ist da? Da ist noch was. Meine Gebete wurden erhört. Ja. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Kannst du gleich. Aua, Hölle. Du Saukerl, du. Was hast du eigentlich das Gefühl? Was denkst du dir eigentlich? Penner. Aber wenn ich dann ernst mache, ist es nicht mehr lustig. Oder wenn ich aufhöre zu spielen, dann ist es nicht mehr lustig für die. So, was hast du noch? Der Rest ist Mist. Den Bogen darfst du mir noch geben. Komm, gib mir den Bogen. Komm, schieb den mal weg, ja. Da, Eschenjagdbogen. Dankeschön. Da war ich gerade am Plündern, als der Scheiß ankam. Jawoll! 300. Kommt schon wieder einer. 180. Ja, kann ich vielleicht wegwerfen? Das ist viel zu schwer. Ja, grüß euch. Was willst denn du eigentlich? Was stellst du dir eigentlich vor? Weißt du, ich mache hier lang rum mit dir, wenn ich am Plündern bin. So, oh, danke. Danke. Was habt ihr noch? Ja, super. Zu schwer. 410, viel zu schwer. Brauche ich nicht. So, also. Der hat eine Waffe. Da ist sie. Ups, komm. Da war sie doch. Gib dir mal einen Tritt da. So, jetzt komme ich ran, oder? Ja. Jetzt kann ich den endlich zu Ende plündern. Verdammte Axt. Okay, das ist viel zu schwer. Das wollte ich. Aber der hat doch noch eine Waffe, oder? Die ist jetzt wahrscheinlich weg. Nee, die ist doch da. Schwere Streitaxt. Ach so, ja, da erinnere ich mich an den. Den habe ich letztes Mal da hinten bei den Erzmühlen habe ich den gekillt. So, jetzt schmeiß den Scheiß rüber. Ja, Action ist gut. Das war ja so, also vergleichsweise solche Luschen, oder?
wenn ich dann ein bisschen sauer werde, dann hacke ich solche Typen zusammen wie nix. Aber jetzt, wenn ich ihn gelehrt habe, werde ich ein bisschen spielen mit denen und ein schönes Kämpfchen machen, oder? Dann macht das richtig. Oh, 62er Klinge, nicht schlecht, aber ich habe bessere. Ich habe bessere. Eine einzelne. Habe ich jetzt meinen tollen Bogen rübergenommen aus Versehen, hä? Jo. Aha, kann ich mehr. Also, dann gib mir bitte meinen Bogen zurück. Dann kannst du das nehmen, oder? Nicht? Schade. Wie viel hast du denn noch? Du kannst noch 7 Kilo nehmen, hä? Eigentlich. Weißt du was? Solchen Dreck kannst du wirklich fallen lassen. Dann geht's nämlich, oder? Jawohl. So, jetzt könnte da noch ein weiterer sein. Ja, gute Nacht, Sub. Schlaf gut. Ja, ist ja auch schon wieder spät. Ich gucke noch schnell, ob ich da noch einen weiteren finde von denen. Ansonsten gehe ich jetzt zum Pfarrer. Vielleicht ist da noch einer von den Pennern. Letztes Mal waren es, glaube ich, 5 oder 6. Ja, da ist er ja. Guck. Da ist er ja. Da sind sogar 2. Yay, Freu. Du sollst vielleicht das noch kurz anwählen, damit du das auch benutzen kannst. Ballert ihm ein Pfeil in die Fresse. Ja, nah dran. Nah dran, aber nicht gut. Verdammt! Das gibt's doch nicht! Überall schieße ich hin, nur nicht auf ihn. Ja, und da. Warum schießt du so weit links? Aua! Was ist denn los mit dir, Heinrich? Dein Arm kaputt. Seht ihr das? Der schießt viel zu weit links plötzlich. Na gut, jetzt muss ich aber schnell den Bogen abkehlen. Sonst hört der nicht auf. Schlachte dich ab. So, jetzt. Jetzt können wir kämpfen. Jetzt. Was, das war's? Ach, kommt jetzt! Jetzt wollte ich mit dem ein bisschen spielen. Und da liegt der da nieder. Komm, stößen ihn. Jetzt wollte ich mit dem ein bisschen spielen und da macht er einfach den sterbenden Schwan hier. Oh, nee. Dachte, ich hätte endlich einen gefunden, der wieder mal ein bisschen kämpfen will. Danke. Na, zu schwer. Den kannst du mir noch geben. Den Rest darfst du behalten, weil das ist viel zu schwer für das, was es wert. Also für das, was es bringt. Das schon eher. Aber, ne. Ich nehme nicht mal die teuren Sachen langsam. Vielleicht könnte ich 1, 2 der Schwerter wegwerfen, die kein Geld bringen. Ja, fürs Gewicht ist okay. Den auf jeden Fall. Und auch die Pfeile hätte ich gern. Wobei, das sind Scheißpfeile. Die werfe ich gleich wieder weg. Gib mir lieber das, das bringt's mir. Das ist gut. Kein Gewicht und trotzdem Geld. Na, ja, nimm's mal mit. So, und jetzt schmeiß weg, was du. So, das waren soweit ich weiß alle, die es hier gab. Warte, da ist keiner mehr. Bin ich da recht? Jo, das waren alle. Dann würde ich sagen, schmeiß den Mist, den du jetzt allenfalls hast und der viel Gewicht hat und nichts bringt, den schmeißt du jetzt weg. Tausender bringen die, die schmeiße ich nicht weg. Zum Beispiel sowas. Oh, ja, 500 für 8 Kilo. 3,5 Kilo für 400 ist nicht schlecht. Aber hier ist bestimmt noch irgendein Mist dabei, oder? Sowas zum Beispiel. 6 Kilo ist mir zu schwer für das, was es bringt. Wo hat man noch große Kilozahlen? Ja, ist grenzwertig. 2,4, 2,8. Ja, natürlich behalten wir alles. 0 Kilo. Das, solche Sachen sind toll. Davon gerne bitte mehr.
Da unten war doch noch was zu fressen, oder? Nee? Okay. Also, mein lieber Heinrich, iss mal was. Und jetzt musst du ihm was fallen lassen. Wie viel brauchst du denn da noch? 5 Kilo musst du noch fallen lassen. Was könnte das sein? 8 Kilo, 1000. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Ach, Scheißdreck. So ein Shit. Geht das noch rüber? Jawohl, also dann passt das. Wir können weiter. Buri, ich gehe da vorne raus. Dann wetze ich jetzt noch schnell zum Fahrer hoch. Wenn ihr noch wissen, wie es da weitergeht, ob ich den dazu kriege, da mitzukommen. Oder ob ich es vielleicht beim. Opa! Beim Skalitzer-Fahrer versuchen kann. Ja. Ich hatte die stärker in Erinnerung. Wesentlich, also ich muss ordentlich, der Heinrich vielmehr, muss ordentlich dazugelernt haben, seit er das letzte Mal hier war. Denn das letzte Mal hat er sich schwerer getan mit diesen Kämpfen. Das weiß ich also noch gut. So, jetzt muss hier irgendwo einen Bach oder sowas nach oben geben. Ui. Ui, Achtung, pass auf. Hopp, hoppa. Ja, da, ich sehe die Schlucht. Ja. Da ist es. Hopp. Da muss ich hoch. Halt, ich soll ja das Kreuz. Halt, halt, halt. Ich soll ja das Kreuz kurz besuchen. Aha. Okay, das ist auch. Der ist ja hier oben irgendwo. Unwegsam hier, das weiß ich noch, genau. Vielleicht nicht klar. Ja, genau, hier ist auch der Feinweg. Well, well. So, bin ich da? Ungefähr? Oder bin ich jetzt schon zu weit? Bisschen, hä? Weinwelt gibt's hier. Hopp, ich seh's, das ist. Das muss es sein. Marias Mutter hatte recht. Jemand hat hier kürzlich Blumen niedergelegt. Ja, ich weiß, wo er ist. Gibt's hier sogar einen Marker dafür? Das ist ja schade. Aber nur, weil ich's weiß. Ich sollte mich umsehen und in der Nähe nach Beinwell suchen. Nein, den Beinwell soll ich nicht suchen, ich soll den Simon suchen. Der ist nämlich da oben, in dieser Kuhle. Da wohnt er. Komm, das schaffst du. Hallo, hallo Simon. Ups. Da komm ich nicht durch. Kann ich mich anstrengen, wie ich will. Ich muss da oben durch. So, komm. Da ist er noch. Ups. Jetzt ist er auf die Fresse gefallen, der gute Simon. Hey, du! Was machst du da? Ich komme wegen Pater Simon. So heißt hier keiner. Oh doch. Gar nicht wahr. Hältst du mich für einen Narren? Gut. Vielleicht ist so einer hier. Und wenn schon, wir gehen nirgendwo hin. Aha. Ah, sieht sich der Gegend oben. Soll ich ihn kaufen? Nein, ich kann ihn gar nicht drohen. Ihr solltet weniger reden und eure Beine mehr bewegen. Und wieso, hä? Glaubst du kannst uns beide schlagen? Locker. Vielleicht. Aber das spielt keine Rolle. Ich habe euch beide gestern gesehen und in Thalmberg Bericht erstattet. Entweder wartet ihr also auf Herrn Divischs Hauptmann Robert oder verzieht euch. Scheiße. Gut, wir gehen. Wie weit sind sie? Weit genug.
Wenn ihr rennt, kriegen sie euch nicht. Ah, gut. Danke für die Warnung. Jetzt rennt er weg, oder? Ach, das ist ein Vagabund. Du auch. Ja, dann haut ab. Ihr Luschen. So, wo mag jetzt der Simon sein? Muss ich jetzt den doch noch suchen? Hat er sich jetzt hier verdrückt oder wie ist das? Zeig mal. Ups. Haben die denn abgemurkst oder was ist hier passiert? Findet den Skali Zapfara, steht jetzt da plötzlich. Jetzt check ich das gerade nicht. Wie geht das jetzt? Finde Pater Simon, rette Pater Simon. Ah, aha, okay, ich muss wohl... Ach, shit, ich muss... Okay, also, alles klar. Ich muss wohl erst zum Skalitzerfahrer, wenn das hier noch weitergehen soll, vermute ich, oder? Ja, ich sehe hier nichts Blaues mehr. Und, sag ich mal, bitte kurz. So war's doch, oder? Genau, ich muss wohl das erst machen, damit ich das machen kann, vermute ich. Ist das so? Geh mal auf die große Map, vielleicht siehst du dort irgendwelche Blauen. Ich glaube aber nicht, so funktioniert das hier nicht, habe ich langsam begriffen. Ja. Ja, ja, ich muss da runter. Also. Soll uns nicht stören. Ab zum Skalitzerpfad. Ach, ich muss noch nicht noch aufsitzen. Das wäre kein Scheiß. Ja, übrigens hat der Gute noch eine Kiste oder sowas. Ah, da ist er ja. Da sitzt er ja. Jetzt, ah, jetzt wäre ich fast davon gerannt. Habt ihr das gesehen? Doch, schlaf schnell. Falls der irgendwie nicht. Genau, doch, schlaf schnell. Halt da. Falls der nicht das macht, was ich will, könnte ich allenfalls zurück und es nochmal versuchen. Weil der wird sicher schwierig tun. Da bin ich jetzt fast... Nein, da bin ich überzeugt. Der wird schwierig. Der will doch nicht weg. Der hat ja sein Eremitendasein offenbar ganz mit Absicht gewählt. So. Oder falls der jetzt nicht spuren will, kann ich wenigstens noch eine weitere Option probieren. Ja, hallo, Pater Simon. Oh, danke, mein Sohn. Ich fürchtete, ich komme hier nicht lebend wieder heraus. Schlimme Zeiten sind das. Wir leben in schlimmen Zeiten, wo Halunken wehrlose Menschen angreifen. Sie haben mich nicht angegriffen. Ich habe sie dabei beobachtet, wie sie Vogelnester plünderten und hatte Mitleid. Das macht ihre Tat umso schändlicher. Die Freundlichkeit eines Christen derart zu vergelten. Wem verdanke ich denn meine Rettung? Ich heiße Heinrich. Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin der Sohn des Skalitzer Schmieds. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Wie willst du Doch das du wirst sicher nicht zufällig hier vorbeigekommen sein, oder Heinrich? In der Tat. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Was könnte ich schon für dich tun? Ich möchte, dass du nach St. Jakob zurückkehrst. Die Leute brauchen seelischen Beistand. Skalitz ist völlig zerstört und viele in St. Jakob sind gestorben. Sie brauchen einen Pfarrer. Ich verstehe, aber muss dich leider enttäuschen. Ich bin kein Gottesmann mehr. Ich bin jetzt büßender Einsiedler. Ich kenne deine Geschichte, Pater. Dann weißt du auch, dass ich schuldig bin. Ja, und ich möchte es nicht abtun. Dein Gewissen ist allein deine Sache. Aber ich weiß, dass du tief drinnen ein guter Mann bist. Du weißt nicht, was du da redest. Du kennst mich nicht. Aber ich weiß, was du getan hast. Viele Gottesmänner brechen Gottes Gebot und schämen sich nicht ein bisschen dafür. Das entledigt mich nicht meiner Sünden. Gottes Gesetz ist unumstößlich, egal wie oft man es bricht. Du hast recht, aber die Menschen brauchen dich. Vergib meine Offenheit, aber auch wenn es dir freisteht, deine Gemeinde zu verlassen, entbindet dich das nicht deiner Pflicht gegenüber deiner Herde. Aber ich bin ein Sünder. Ich kann niemanden führen. Ich bin unwürdig. Pfarrer, Bischöfe, Mönche, Äbte, allesamt Sünder. Selbst der Heilige Vater ist einer. Du hast deine Buße getan. Es ist Zeit, unter Menschen zurückzukehren. Du hast sicher recht. Es ist meine Pflicht. Wenigstens, bis sich jemand Besseres findet. So ist es. Sobald die Dinge geregelt sind, wird es einen neuen Pfarrer in St. Jakob geben. Dann kannst du wieder gehen. Also gut, ich nehme, was ich tragen kann und gehe zurück nach St. Jakob. Danke. Deine Gemeinde wird es dir danken. Hui! So, also mach dich auf die Socken oder auf die Sandalen. Gib dich eine Rolle. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber. Halt, steig wieder ab. Steig wieder ab, komm.
wir werden das hier an dieser Stelle, weil das jetzt gerade so schön und ergreifend war, der Schlüssel, wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt da hinten, rennt er? Gottes Gesetz ist unumstößlich, egal wie oft man es bricht. Das vergisst man ganz gern. Hä? Man macht irgendwie einen Scheiß und je oft, öfter man ihn macht, desto mehr hat man das Gefühl, es spielt ja keine Rolle, oder? Aber das Licht und alle Herrlichkeit ist dagegen. Ihr wisst, so viel dazu. Und mit diesen schönen Schlussworten werde ich diese Folge jetzt beenden. Und ich denke, wir haben sogar noch irgendwas in diesem Zusammenhang wie heißt es nochmal? Scheiße, ich bin auch langsam müde. Im Kodex, wollte ich sagen. So, da gab es nämlich noch was in die Richtung. Genau, Glaube und Andacht. Finde ich sehr. Oder Gott, nein, dafür, glaube ich, gibt es noch was. Da könnte noch was passieren in Sachen Hexenverbrennung oder so. Deswegen bewahre ich das noch auf. Und das da könnte passen. Glaube und Andacht. Das Christentum hielt in Tschechien bereits im 10. Jahrhundert Einzug. Also relativ spät. Jedoch gab es, also wenn man vergleicht mit dem Süden, oder? In Rom war es ja 1000 Jahre vorher angekommen. Jedoch gab es weiterhin vereinzelte heidnische Praktiken, speziell in ländlichen Gebieten, die sich nahtlos in das aufstrebende Christentum einfügten. Einige Volksbräuche wurden erst später an die Kirchenvorschriften angepasst, andere wurden unverändert ausgeübt, während wieder andere auf Drängen der Kirche gänzlich verschwanden. Die Menschen im Mittelalter hatten einen tiefen Glauben und verehrten neben der Jungfrau Maria viele heilige Schutzpatrone verschiedener Berufe wie die heiligen Wenzel, Vitus, Nikolaus, Ludmilla, Adalbert etc. Eine Erscheinungsform der mittelalterlichen Frömmigkeit waren Bildstöcke und Sühnesteine oder Kreuze, die in großer Zahl in Dörfern an Kreuzungen und am Wegesrand aufgestellt wurden. Das weiß ich auch noch, das gibt es im Aargau auch an vielen Stellen, diese Kreuze am Wegesrand oder an Kreuzungen eben. Heißen die vielleicht deswegen Kreuzungen, frage ich mich jetzt gerade. Also, da kreuzen sich nicht nur Wege, sondern ist ja auch möglich, dass das ist vermutlich älter vom Begriff her. Wäre möglich. In Königsstädten und Städten von Lehnsherren war es wichtig, heilige Reliquien aufzubewahren, um die Heiligen zu verehren. Der Heiligenkult um diese sterblichen Überreste oder Erinnerungsstücke wurde gefördert, woraufhin Kathedralen und Kirchen dank ihrer Reliquien an Ansehen gewannen. Ja, und dann Zustrom und dann Geld, deshalb, oder im gleichen Atemzug. Also wenn jemand irgendwie tolle Reliquien hatte, dann brachte das riesige Ströme von, ich nenne das mal in Anführungszeichen, Kunden. Es muss erwähnt werden, dass die meisten Reliquien Fälschungen waren und niemand Einwände dagegen erhob. Ja, ich ahne warum. Oder? So klingelt die Kasse ja nicht mehr. Die Menschen lebten auch im Alltag ihre Hingabe, die sie von der Wiege bis zum Grabe begleitete, von der Wiege bis zur Bahre, wie man so schön sagt. Sie zeigten sie mittels kirchlicher Rituale, Gebete, religiöser Feiertage oder bestimmter Vorschriften. Beispielsweise Fastenzeiten. Ja, das war früher noch viel, viel wichtiger. Oder? Dass einmal in der Woche freitags wurde nur Fisch gegessen, weswegen man den Biber zum Fischer klärte, als Beispiel. Auf die eine oder andere Art glaubte jeder an Gott. Atheismus kam erst in späteren Jahrhunderten auf. Ja, spannend. Das Bild kenne ich aber irgendwie, das haben sie irgendwie schon mal verwendet. Bei Gottesdiensten, glaube ich, gibt es das Bild wieder. Aber es sind halt auch nicht so viele Bilder überliefert, leider. Aber ich finde die immer toll, diese Bilder, die wirklich, wirklich aus dem Mittelalter sind. Die haben nämlich ganz einen eigenen Zeichenmalstil, den man wirklich nur zwischen 1000 und etwa 1500 findet. Davor was anders und danach was anders. So, sehr passend mein Abschluss. Gottes Segen auf all euren Wegen. Macht's gut, bis morgen. Schlaft gut. Ciao.